Dich gut zu fühlen ist also eine Leistung und es ist deine Leistung. Gehen wir also jetzt die vier Schritte genau durch. Schritt 1. Wer seine Gefühle meistert, hat gelernt, seine negativen Gefühle zu verkürzen und seine positiven Gefühle zu verlängern. Die Summe der positiven Gefühle löst dann in uns ein Grundgefühl des Optimismus aus. Du bist dann einfach optimistisch, du bist dann einfach gut drauf, du traust dir einfach sehr viel zu, die Welt ist gut zu dir. Und du bist gut, du hast also auch ein sehr optimistisches Selbstbewusstsein. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht in Bezug auf unsere positiven Gefühle. Die guten, es gibt genauso viele positive Gefühle wie negative. Und sie erlauben uns, das Leben so richtig zu genießen. Die eher nicht so gute Nachricht ist, wenn du diese positiven Gefühle nachhaltig in dein Leben holen willst, dann bedeutet selbst das Arbeit. Das passiert also nicht automatisch. Und das ist schon einer der großen Irrtümer, den die meisten Menschen haben. Sie stehen auf, hören oder fühlen in sich rein und dann beschließen sie, dass sie entweder gut drauf sind oder nicht so gut oder sogar richtig schlecht. Sie überlegen dann erstens nicht, dass die negativen Gefühle eine wichtige Botschaft für sie bereithalten. Sie überlegen zweitens aber auch nicht, dass, wenn sie sich positiv fühlen, dass diese positiven Gefühle jetzt erweiterbar sind. Sie können sie erweitern, vergrößern. Sie können sie dauerhaft in ihr Leben ziehen. Sie können sie verlängern. Die sehr gute Botschaft lautet, es gibt nicht nur genauso viele positive Emotionen wie negative. Wir können die positiven sogar wie ein Kaugummi auseinanderziehen. Wir können sie größer machen. Wir können die Zeit, in der wir uns gut fühlen, verlängern. Hier sind zunächst mal die 13 positiven Grundgefühle. Liebe, Dankbarkeit, Neugier, Leidenschaft, Vertrauen und Selbstbewusstsein, Freude und Glück, Humor, Optimismus, Entschlossenheit, Verständnis, Toleranz, Mitgefühl, Sinn und Erfüllung, Gesundheitsgefühl, Friede. Natürlich gibt es noch andere positive Gefühle, aber du kannst sie in irgendeiner Form unter diesen 13 unterordnen. Was kannst du also tun, um von diesen positiven Gefühlen länger etwas zu haben, sie vielleicht sogar noch zu verstärken? Stell dir vor, dass mit den positiven und negativen Gefühlen ist so wie mit einer Lampe, die eine Dimmfunktion hat. Sagen wir, da ist ein kräftiges lila Licht. Und das steht für negative Gefühle. Und ein schwaches gelbes Licht, das steht für positive Gefühle. Die Frage ist also, wie können wir positive Gefühle stärker machen? Wie können wir ihre Verweildauer in uns verlängern? Damit sind wir wieder bei der gelben Lampe, die ja für unsere positiven Gefühle steht. Angenommen, diese gelbe Lampe leuchtet in einem Moment ziemlich schwach. Dann ist die Frage, wie können wir jetzt den Dimmschalter nach oben schieben, sodass diese Lampe hell und stark leuchtet und das auch sehr lange tut? Und auch dafür gibt es einen einfachen Plan, ein einfaches System, ein Vier-Schritte-Plan. Erstens überlegst du, warum du dich jetzt gerade so wohl fühlst. Warum fühlst du dich jetzt so wohl? Frage dich, welches dieser 13 positiven Gefühle spüre ich gerade? Und wann ist es entstanden? Benenne das spezielle Gefühl laut und präzise. Also am besten schreibst du es sogar auf. Genieße es und verlängere es. Verankere das Gefühl körperlich und aktiviere den Anker, wann immer du willst. Wichtig ist, dass du gar nicht erst in Versuchung kommst, ein Ereignis alleine dafür verantwortlich zu machen. Sondern du solltest dir auch hier vergegenwärtigen, dass es eben nicht an dem Ereignis liegt, sondern an deiner Interpretation, wie du dieses Ereignis interpretierst. Ein Pessimist schafft es, bei jedem noch so positiven Ereignis ein schlechtes Gefühl in sich entstehen zu lassen. Dich gut zu fühlen ist also eine Leistung und es ist deine Leistung.
Du hast etwas so interpretiert, dass du positive Emotionen entwickelt hast. Gehen wir also jetzt die vier Schritte genau durch. Schritt 1. Welches positive Gefühl spürst du genau? Überlege dir vielleicht sogar, welches Erklärungsmuster, welche Argumentation und welche Strategie du verwandt hast, um dieses positive Gefühl in dir entstehen zu lassen. Mit anderen Worten, wie hast du auf das Ereignis, auf den Reiz reagiert, um zu diesem positiven Gefühl zu kommen? Das ist ganz wichtig. Nicht die Situation, nicht der Reiz haben dieses Gefühl erzeugt. Der gleiche Reiz kann bei anderen eine Depression verstärken. Nein, du warst es. Du warst der Schöpfer dieses positiven Gefühls. Du kannst natürlich nicht jedes Mal, wenn du dich irgendwie gut fühlst, diesen Schritt 1 und die nachfolgenden Schritte machen. Aber wenn du etwas Zeit hast und du das tust, dann wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen. Und du schaffst es dann tatsächlich, deine positiven Gefühle nach oben zu regeln, die Lampe heller zu machen, zu verlängern, zu vertiefen. Und diesen Vorgang automatisierst du. Schritt 2. Wenn du jetzt weißt, welches Gefühl du spürst und du auch weißt, mit welchen Strategien du dieses Gefühl erzeugt hast, dann genieße dieses Gefühl in der Tiefe. Wenn du zum Beispiel Dankbarkeit empfindest, dann koste dieses Gefühl ganz tief aus. Und überlege, wofür du noch alles dankbar sein kannst, sodass du dieses Gefühl noch weiter vertiefst und noch weiter ausdehnst. Geh also auch hier aus der einen Situation heraus und überlege, wofür du noch alles dankbar sein kannst. Mach es also global, dehne es aus. Es gilt dann auch in vielen anderen Momenten. Und dann tauchen noch ganz andere Situationen vor deinem Auge auf. Und sie unterstützen, sie verlängern und sie vertiefen dieses positive Gefühl der Dankbarkeit. Sie unterstützen es, machen es stärker, verlängern es und vertiefen es. Und dann überlege, wie du auch in Zukunft dieses Gefühl spüren kannst. So dehnst du es dann auch noch zeitlich aus. Du machst es dauerhaft. Vielleicht kannst du dir auch bewusst machen, Verantwortung, ich bewirke all das. Ich habe das Gefühl entstehen lassen. Und ich bin derjenige, der diese Lampe jetzt noch stärker zum Leuchten bringt. Ich verstärke dieses Gefühl Verantwortlichkeit. Schritt 3. Jetzt ist es wichtig, dass du dieses Gefühl verankerst. Du kannst dich zum Beispiel dabei am Ohrläppchen zupfen. Oder du kannst die linke Hand kurz auf dein Herz legen oder die rechte. Oder eine bestimmte Stelle deiner Hand drücken. Also ganz gleich, wo du jetzt einen Anker setzt, du kannst einen wirklichen körperlichen Anker schaffen. Bei mir ist das so, wenn ich in einem Vortrag eine bestimmte Energie haben möchte, lege ich die Hände auf den Rücken und drücke meinen Anker. Dann sieht das keiner, aber es ist so, als wenn ich dann buchstäblich diese Lampe nach oben dimme, das Gefühl verstärke, was ich jetzt haben möchte, was ich jetzt rüberbringen möchte. Schritt 4. Nutze jetzt den Anker, um dieses Gefühl bei Bedarf jederzeit in dir entstehen zu lassen bzw. zu vertiefen. Du musst dann einfach nur diese Stelle drücken. Und zack, ist dieses Gefühl, wenn du es schon hast, noch tiefer oder zack, es entsteht. Das hört sich jetzt alles viel komplizierter an, als es ist. Die Kurzformel ist ganz einfach. Erstens, wenn du dich gut fühlst, überlegst du dir, was genau fühle ich denn Gutes? Zweitens, du genießt und vertiefst das Gefühl. Drittens, du verankerst es körperlich. Und viertens, du aktivierst den Anker, wann immer du willst. Wenn du dich gerade brutal freust, dann kannst du nicht auch noch gleichzeitig frustriert sein. Was ich sagen will, mit unseren Gefühlen, also mit der Sprache unseres Körpers, ist es wie mit dem Denken. Das ist ja die Sprache unseres Gehirns. Du kannst zwar ganz schnell hintereinander einen neuen Gedanken haben, aber zu einer Zeit X kannst du nur einen Gedanken denken. Und genauso kannst du nur ein Gefühl in deinem Körper haben zu einem Zeitpunkt X. Direkt dahinter kannst du ein neues Gefühl entstehen lassen.
Oder es entsteht automatisch, weil du noch nicht gelernt hast, das zu kontrollieren. Aber es ist immer nur ein Gefühl. Und das ist eine unfassbar wichtige Botschaft. Wenn du dich gut fühlst, kannst du dich nicht gleichzeitig schlecht fühlen. Wenn es dir also gelingt, immer mehr positive Gefühle in dir entstehen zu lassen, fühlst du dich automatisch auch immer weniger schlecht. Wenn das nach oben geht, geht das nach unten. Die Kunst, sich gut zu fühlen, ist also tatsächlich, die positiven Gefühle zu verlängern. Und wenn du sie gerade noch nicht hast, dann ist es eben die Kunst, sie entstehen zu lassen.